herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier bereits wieder mitten in der Wildnis und auf der Suche nach einem großen Fort, was um 1900, 1901 gebaut wurde und ein Teil zu einer riesigen Festungsanlage im hohen Norden gehört, die Festungen, die damals errichtet wurden, um die reichen Erzvorkommen, die man im 18. Jahrhundert gefunden hat, zu sichern. Und dadurch, dass das Gebiet hier in Schweden dann sehr nah an Russland grenzt, wollte man sich halt entsprechend absichern und hat hier gigantische Festungen gebaut, die sogar im Zweiten Weltkrieg noch ein bisschen ausgebaut wurden, mit Flakstellungen besetzt wurden etc. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ihr könnt hier auch schon sehen, hier sind die ersten Moniereisen, Sperreisen, die man höchstwahrscheinlich mit Stacheldraht ummantelt hat. Also sind wir hier schon mal auf der richtigen Spur. Wir gehen jetzt einfach mal hier dieser Klippe weiter, umkreisen das Ganze und versuchen einen Zugang zu finden. Also bleibt dran. So, wir sind jetzt hier schon ein ganzes Stück gegangen, haben hier diese Klippe und haben jetzt hier einen Ausblick auf den See. Und hier geht es richtig steil runter. Hier könnt ihr schon erkennen, hier ist Beton. Da liegt auch aller möglicher Kram da unten. Vielleicht ist das auch irgend so ein Teil aus der Festung. Wow. Und hier haben wir einen Zugang. Hier ist eine Kasematte und sogar noch ein Geschütz. Wow. Das ist ja richtig krass. Drin. Und so wie es ausschaut, war das wohl mal sogar ein Museum, was aufgegeben wurde, weil hier ist alles schon zerbrochen und wir haben jetzt hier auch noch Originalgeschütze drin, die scheinbar auch nicht abmontiert wurden. Hier zum Beispiel ist ein Geschütz von 1901, ein Krupp-Geschütz. Essen steht hier. Hier das Zeichen von Krupp, da steht es auch Krupp. Also stehen hier noch die ganzen Geschütze jetzt drin. Aber das Museum, ja, ihr könnt es ja hier sehen, das ist... Es sind diverse Gänge. War wahrscheinlich eine, ja genau, ein Trockner drin, der die Anlage hier trocken gehalten hat. Hier gibt es scheinbar auch einen Notausstieg. Also wir sind in einem Museum so gesehen, was Lost Places, also was Lost ist. Fenstern gesichert irgendwie. Das ist alles schon eingeschlagen, scheint auch schon einige Jahre her zu sein. Hier eine alte Panzertür, die das hier gesichert hat, den Zugang. Informationstafeln dran. Bewegungsmelder und sowas geht auch nicht mehr. Hier seht ihr mal die Anlage, hier gab es ein Diorama. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht auf das Glas treten. Was hier schon zerstört wurde. Ihr seht jetzt hier den Aufbau der Anlage, hier das Hauptgebäude mit den Zugängen. Und hier kommt man zu dem Bereich mit den Kasematten. Standen mehrere Kanonen, die halt Richtung zu dem See halt ausgerichtet wurden. Das ist krass. Also, dass man auch die Kanonen hier zurückgelassen hat. Hier zum Beispiel eine ganz alte Kanone von
1894. Achso, wir sind in dem Museum, was lost ist. Das kann ich auch nicht begreifen. Das ist krass. Die ganzen Kanonen verrotten jetzt hier. Man sieht ja hier, wie der Lack abplatzt. Werkzeug, beziehungsweise ja, hier wurden wahrscheinlich Werkzeuge gelagert für die Kanone. Verrottet alles, die Kisten. Von der Munition scheinbar, ja. Jo Leute, das ist schon ganz schön spooky, wenn man das jetzt hier so sieht. Aber warum das jetzt aufgegeben wurde, kann ich auch nicht sagen. Da ist ein Heizkörper verbaut, hier auch nochmal so ein großer Trockner. Hier kommt man nochmal zu einer Scharte. Die waren alle mal mit einem Glas nochmal gesichert. Und hier kommt man auch schon wieder zur nächsten Kanone. Wieder so ein Modell von 1894. Also hat man dann teilweise auch noch die älteren Kanonen hier belassen. Aber ihr seht den Erhaltungszustand, aber trotzdem krass, das jetzt so zu sehen. Das ist wirklich unglaublich, dass das, ich kann das jetzt gerade gar nicht fassen, dass das so zurückgelassen wurde. Hier hätte wahrscheinlich noch eine gestanden, die sie jetzt abgeholt haben. Auch hier geht es raus. Die Türen sind offen alle. Es ist einfach komplett verlassen. Alle Gaslaternen auch zerstört. Also dass man auch wirklich gar nichts rausgeräumt hat. Das ist wirklich merkwürdig. Aber ihr könnt es ja sehen anhand der Schilder hier, Notausgänge, dass das mal gesichert war. Stahltüren hier mit den Verniedungen. Aber hier kann man schon sehen, dass das alles sehr stark verrostet zum Teil auch ist. Aber hier alles für die Belüftung, für die Trocknung eingerichtet. Die Beleuchtung, Notausgänge, Schilder, alles das weist ja auf das Museum hin. Aber damit hätten wir jetzt auch nicht gerechnet. Das hier so verlassen wurde. Auch hier so ein alter Zapfhahn, so eine Bar. Ja, so eine Bar, wo man hier sich Getränke zapfen konnte, Bier. Ja, normalerweise gibt es jetzt hier einen Hauptzugang. Nämlich auch das Sicherheitssystem. Ah, hier ist der Zugang. Okay. Dann gehen wir gleich auch nochmal da hoch. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen Licht, glaube ich, dämpfen. Aber auf den Hof weiß ich nicht, wie es da aussieht. Hauptflur her. Krass.
hier in die Anlage zu den Kasematten. Und hier ist es auch verschlossen, aber man kann hier locker hier an der Seite durchgehen. Ich werde jetzt mal hier eben kurz auf dem Hof gucken, ob ich irgendwas sehe. Und dann schauen wir mal. Gebäude, was nichts mehr mit der Anlage selbst zu tun hat. Und dann ist auch schon das Eingangstor und da gehen wir jetzt nicht raus, da gibt es jetzt auch nichts mehr groß zu sehen. Wir werden dann nochmal zu dem Eingang gehen von außen und gehen jetzt hier auf der Seite zurück und machen noch ein paar Aufnahmen. Da auch noch solche Fundamente. Da war auch noch mal irgendwas drauf installiert gewesen. Nicht sagen, wenn das verlassen wurde. Also wir vermuten einfach mal, weil das ja ein Teil dieser riesigen Festungsanlage in diesem ganzen Gebiet ist. Und man hat jetzt hier praktisch nur diese eine Seite der Kasematten und weiter unten käme halt Infanterieschanzen noch, um das zu sichern. Wir waren damals, glaube ich, an die 40 Artilleristen und über 100 Infanteristen stationiert. Guck mal, was wir hier gerade entdeckt haben. Ist das hier so eine Kanonkugel? Nee, was ist das denn? Keine Ahnung, was das hier ist. Das könnte aber irgendwie was mit der Kanone zu tun haben. Ne? Vielleicht weiß es einer von euch. Ja, genau. Aber das ist alles hier ausbetoniert. Wie gesagt, das hat man im Zweiten Weltkrieg auch nochmal weiter ausgebaut. Einfach aus Sicherheitsgründen. Falls hier irgendwas passieren sollte, aber das ist schon krass. Wie gesagt, hier habt ihr nochmal den Aufbau. Man hat hier im Prinzip nur diesen Schlauch, diesen langen Tunnel, der hier vor in die Kasematten geht, wo wir uns gerade befinden. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, das ist wahrscheinlich ein MG gewesen, 5, 6 Kanonen. Also 6 Kanonen wurden hier stationiert. Hier hat man noch hinten die 2 Lagerräume und dann eine Infanterie, MG-Stellung. Ja. Hier auch die Klappen zum Schutz für die Scharten hier. Und hier waren überall noch Fenster eingebaut nachträglich, die halt alle zerschlagen wurden. Aber man hat hier kein Graffiti drin. Man hat hier sonst keine Zerstörung an den Kanonen selber. Das ist schon wirklich sehr interessant. Richtig interessant, die hier funktioniert haben. Draußen wird übrigens auch scharf geschossen, weil hier ganz in der Nähe eine Kaserne ist und höchstwahrscheinlich auch dann mit angeschlossenen Schießplatz, Schießbahn. Aber das waren hier so die alten Sachen verrotten lässt. Das verstehe ich auch nicht so wirklich. Geschütze. Das ist schon Wahnsinn.
steht jetzt leider auch keine Plakette mehr dran, was das für ein Kaliber hier gewesen ist. Oh, könnte auch schon 75 sein. Wahnsinn. Aber man soll das auf jeden Fall irgendwie mal erhalten, ne? Sonst dauert das nicht lange. Weil die Trockner sind, wie gesagt, hier nicht mehr im Betrieb. Ah, hier haben wir das. Ja, genau, eine 75 mm. 7,5 cm Kanone. System Bofors. Aber irgendwie kann das halt auch nicht passen. Weil das ist ja ein Krupp-Geschütz. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob Krupp... ja, das kann natürlich sein, dass Krupp die beliefert hat, ne? Demonstrationsmunition für 10,5 cm Granaten. Die standen wahrscheinlich mal hier unten irgendwo. Die haben sie noch mitgenommen. Eine 7,5 cm Kanone M00M-0017 System Bofors 1,7 Tonnen Maximalreichweite, nehme ich an, heißt das 9000 Meter. Das andere kann ich da nicht mehr so lesen. Das Kaliber, klar. Ja, da hat Deutschland damals, war, wie gesagt, das ist ja von 1901 das Geschütz, hat Krupp das überall in die Welt verschickt, die Kanonen. Das ist schon krass. Es ist halt so mega selten, Kanonen halt, sag ich mal, in einem aufgegebenen vorzufinden. Das ist eigentlich mega ungewöhnlich. Das kann man halt eigentlich nur im Museum sehen. Und letztendlich ist es halt ein Museum. Aber ein Museum, was nicht mehr in Betrieb ist, was aufgegeben wurde und die Kanonen einfach zurückgelassen hat. Und das ist halt irgendwie so unglaublich. Wahrscheinlich, hier haben wir jetzt mal den Fall, dass sowas, entweder hatten die das vorher schon hier alles so weit gesichert, dass das nicht mehr bewegt werden kann. Nee, das ist alles. Oder es fehlt einfach nur die gewisse Schmierung, damit das wieder funktioniert. Weil hier auf der Kanone seht ihr das ja auch, das muss schon länger aufgegeben sein, weil hier bildet sich Kalkablagerung, Versinderung auf der Kanone, auch der Lack, der hier so stark abblättert. Die Restauratoren, die machen ja also so ein Geschütz, wenn das restauriert wird, das sind ja Sachen, die hier draufgegeben werden, die halten dann auch mal eine Weile, ne? Aber dadurch, dass die Fenster zerstört sind und die Lüftung fehlt, beziehungsweise die Feuchtigkeit hier nicht rauskommt, wird das immer mehr ein Problem werden für das Geschütz. Aber wir haben es auf jeden Fall hier nochmal schön dokumentieren können. Wir gehen jetzt nochmal hier an der Seite von der Klippe her, damit wir uns die Scharten nochmal von außen ansehen können. Die Kasematte hier. Oh. Da können wir das sehen, das Geschütz, wie das hier rausschaut. Und ihr seht auch, wie diese Klappen hier gemacht wurden, weil das Geschütz ja leicht überstande, hat man hier diese Einbuchtungen für den Kanonenlauf. Das funktioniert sogar noch ein bisschen. Wenn einer weitergeht, kommen die nächsten Scharten hier, und hier hinten geht es weiter
Da unten habt ihr auch, muss hier nur aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. Und das wäre nicht so toll. Aber es ist echt mal wieder voll interessant, das hier zu erkunden. Oh, hier oben habt ihr höchstwahrscheinlich das mit dem MG. Hier Absicherung. Da seht ihr Stacheldraht überall, damit auch niemand von hier unten hochkommen kann. Und hier unten muss es halt noch Infanterieschanzen geben. Ja, ihr seht, überall sind Sachen jetzt von der Festung gelandet. Ich weiß nicht, ob das jemand einfach rausgeschmissen hat oder wie das zustande gekommen ist. Auch hier unten die Schaden liegen teilweise hier unten, also die Abdeckungen von den Schaden. Schade. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen kriminell, hier runter zu gehen. Gucken, ob das auch hier geht, ohne dass ich hier wegknalle. Ich möchte ungern im Stahldraht landen oder auf so einer, auf so einem Pfeiler da. Hier unten. Hier wird es im Hintergrund immer wieder das Schießen. Das ist einfach von dem Militär, was da wahrscheinlich gerade eine Übung macht. Ja. Und hier kommen wir. Oh. Ups. Oh. Warnschüsse, Leute, Warnschüsse sind das. Und hier kommt ihr. Oh. Zum nächsten Geschütz. Das ist krass, oder? Ihr seht, das ist da verplombt mit so einem Holzstück, damit man das auch nicht mehr benutzen kann. Ja, und da wäre die nächste Scharte mit so einem, ja, mit einer Art Notausstieg, was man nachträglich angebracht hat. Wirklich Wahnsinn, sowas nochmal wieder zu entdecken, zu sehen. Das sieht man halt nicht mehr, sowas. Das ist, in den meisten Fällen ist ja nichts mehr drin, ne? Das hatte man ja rausgemacht, aber das hat ja hier noch einen anderen Hintergrund, warum das so ist. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war wieder was ganz Exklusives, würde ich sagen. Was ganz Besonderes, auch für uns, das so nochmal zu sehen, weil normalerweise hat man, sage ich mal, in diesen Anlagen keinerlei Geschütze mehr. Das ist nur sehr, sehr selten. In dem Fall war es so. Es hat natürlich einen besonderen Hintergrund, weil es scheinbar mal ein Museum gewesen ist, was man aufgegeben hat und sich absolut keiner mehr drum kümmert. Das, so macht es den Anschein. Und ja, die Kanonen jetzt halt vor sich dahin vegetieren und auch ein paar andere Sachen, die wir so gefunden haben. Hintergrund ist für uns jetzt nicht ganz klar. Wir vermuten einfach mal, da ist ein kleinerer Abschnitt der großen Festung hier im Norden ist, dass es sich vielleicht nicht mehr rentiert hat, das Museum zu bewirtschaften. Aber es stellt sich uns halt die Frage, warum hat man dann nicht dieses alte Gerät noch rausgenommen, was es halt nicht mehr gibt, dass man das zumindest noch restauriert, in andere Anlagen bringt, und damit sich die Leute das da anschauen können. Das wissen wir nicht. Halt auch kleinere Sachen wie die Munitionskisten, wo auch Werkzeuge und so weiter drin waren, oder Gaslampen, Öllampen. Das haben wir ja auch zerstört vorgefunden. Warum man diese kleinen Sachen auch nicht mitgenommen hat, das können wir halt nicht sagen. Das ist halt nur eine Vermutung. Aber nichtsdestotrotz, deshalb sind wir auch da mit unserem Kanal. Wir wollen es dokumentieren, wollen es selber sehen und euch auch zeigen, was es hier noch gibt, bevor das halt in der Form halt nicht mehr existiert. Deshalb hoffen wir, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns, und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, ein Abo und kommentiert fleißig. Bis dahin, ciao.